Ne? Ich habe hier noch einen Kumpel mit dabei. Sag mal hallo. Hi, ich bin PushTuber. PushTube. YouTube-Kanal ist unten in der Beschreibung und wir haben hier so ein kleines Projekt vorbereitet. Togethercraft nennt sich das Ganze. Erklär doch einfach mal, was wir so vorhaben. Ja, wir wollen hier ein bisschen Survival spielen. Also wir versuchen mal um die 50 Folgen durchzuhalten, vielleicht sogar 100, vielleicht bis Weihnachten. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das mit den Folgen machen, aber vielleicht jeden Tag. Nicht vielleicht, aber in der Woche bestimmt 3 bis 4 Videos, würde ich sagen. Ja. Also das wäre okay und wir wollen hier das alles in Survival aufziehen und ja. Na, jeder zum Anfang, wie viele Äpfel hast du bekommen? Ich habe 2. 2? Ich habe 6. Ja, ich habe 4. Dann gebe ich dir nochmal. Okay, danke. Dann jetzt habe ich nämlich 2. Jetzt habe ich 6. Ja. Jetzt hat jeder 4. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Jo, dann fangen wir mal an. Der erste Baum in unserem Let's Play. Genau, der erste Baum. Und das erste Schaf. Das erste Schaf, ja, wir können eigentlich direkt die Schafe da killen, verbetten. Genau. Und also, ja. Wie ich gestartet habe, die Aufnahme, hatte ich 2 FPS, jetzt habe ich wieder 90. Und ich habe jetzt irgendwie komischerweise 20. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, der Baum ist jetzt schon mal gleich abgefällt, das Schaf guckt schon so. Es weiß, dass es gleich sterben wird. Tut mir leid. Schaf guckt schon so. Oh, Schnucki. Oh. Haben wir schon gesagt, dass das Togethercraft heißt? Ja, das habe ich am Anfang gesagt. Ja, ich vergesse noch ein bisschen verplant, ne? Ja, natürlich. Okay, brauchst du? Genau. Dann baue ich Sticks. Soll ich die Spitzhacke machen? Spitzhacke? Ich mache erstmal jetzt ein Schwert. Hüpfen mal bitte nicht runter. So, ich guck noch kurz auf die Audio. Wo soll ich runterhüpfen? Nicht runterhüpfen. So, ich mache mir mal hier alles einmal komplett. Tutti frutti. Ich hau dir dann gleich ein paar Steine hoch. Wenn ich hier fertig bin. Ich farm noch mal ein bisschen Holz. Genau, und wenn wir Steinwerkzeuge haben, dann laufen wir zum Biom, da wo wir leben wollen. Ja. Vielleicht finden wir ein schönes Clay-Biom. Clay? Ja, das ist, sind die verschiedenen Blöcke, Sandsteinblöcke anscheinend, die was andere Farben haben. Ja. Sandblöcke mit anderen Farben. Das sieht richtig geil aus. So, bisschen Stein. Ich habe jetzt 22, 23, 24 habe ich jetzt. Ich glaube, das reicht, oder? Soll ich noch ein bisschen mehr mitnehmen? Soll ich gleich 40 oder so? Das ist eigentlich, ich glaube, das reicht erstmal. Jo, okay. Ja, um es schön zu machen, mache ich jetzt noch 35 Stein. Genau. Und so, dann komme ich mal hoch. Jo. Gib dir mal die Hälfte. Komm mal her. Hier. Ich baue einen Ofen. Tu das. Ich baue mal ein bisschen Stein, so eine Steinaxt baue ich schon mal. Jo, ich auch. Dann kann ich auch gleich ein bisschen fällen. Achso, ja, das reicht ja. Die Leute, die es nicht wissen, ich spiele hier gerade mit Osocraft, mein zweitliebstes Texture-Pack nach Vanina. Janina Craft. Ich habe gerade Vanina. Ich sag's jetzt lieber nicht, was ich verstanden habe. Oh. Okay, nee, das ist nicht jugendfrei. Lass es lieber hier. Okay. Ein bisschen Holz habe ich ja schon, okay. Verwende das Birkenholz zum Brennen, okay? Ja, okay. Guck mal, Verkaufen. Ich nehme hier mal die schönen Pflanzen mit, das sieht doch gut aus. Ja, können wir uns auch mal, ich schlachte mal hier die Schafe. Ich benutze das John Smith Texture Pack und den Zeus Shader und fuck, es wird dunkel. Oh fuck, bei mir ist noch ganz hell. Und fuck, ich hab nur 2... Echt jetzt? Ja, jetzt wird's bei mir auch ein bisschen dunkler. Okay, und ich hab nur 2 Wolle, aber da ist noch ein Schaf. Ich werde es von hinten nehmen. Jo. So. Da ist noch ein Schaf, jetzt habe ich 4 Wolle. Genau. Ach, hier sind noch. Hier noch ein bisschen Holz. 5 Wolle. Irgendwo müsste noch... Ein Schaf. Eins noch, komm. Das muss irgendwie möglich sein. Da, ich hab eins gefunden. Nice. Da hinten ist irgendwie was komisches. Hier ist auch noch ein Schaf und hier ist noch nur ein Schaf und noch ein Schaf. Ich sprint jetzt einfach mal schnell wieder zurück. Ja. Weil so langsam wird es echt dunkel hier. Wenn wir Schwerter haben, dann laufen wir mal weiter, okay? Wollen wir nicht hier kurz bleiben? Ja, wenn du willst, dann. Also mir ist es egal, wir können ja hier nur kurz pennen. Ja, dann pennen wir hier kurz. Das wäre in Ordnung. Dann baue ich mal hier eben mit Holz was. Genau. So eine Anfangsbase. Genau.
Oh, ich bin das so übelst gewöhnt in Tekkit, weil ich spiele derzeit eigentlich nur Tekkit. Ja, genau. Echt? Da kann man die Items ja nicht so rumziehen in der Crafting Bench. Das Schild schmeiß ich mal da runter, weil es sonst gecheatet wäre. Ja, genau. Oh. Ich habe jetzt 6 Äpfel. 6? Ja, das, weil ich Bäume gefällt habe. So. Überall Fackeln, echt jetzt? Ja, natürlich. Oh, jetzt habe ich mich um eins verbaut. Dass wir hier nicht Besuch kriegen. Ah, hi Zombie! Hallo! Achso, machst du. Ich wollte dich gerade schlagen, aus Versehen. So, dann mache ich gleich noch ein paar mehr, weil ich kenne das, wenn wir dann keine Fackeln haben, wenn wir mal eingehen, dann mache ich lieber gleich das, welche. Ja, kennt wohl jeder von euch. Spitzhacke, Schwert. Und bei der nächsten Folge werden wir uns ein paar Themen raussuchen, hoffentlich. Ja, wir sind jetzt noch so ein bisschen planlos. Na ja, gut, was heißt planlos, aber... wir haben jetzt noch nicht so ganz was vorbereitet. Ja, aber es ist nicht schlimm. Wir kommen mit den Folgen. Genau. Eine Frage hätte ich vielleicht sogar an dich. Warst du auf der Gamescom dieses Jahr? Nein, leider nicht. Es ging sich zeitlich überhaupt nicht aus. Okay, ja. Ich war bei meinem Vater 2 Wochen, währenddessen die Gamescom war, und da konnte ich nicht weg. Okay. Ja, ich war dieses Jahr auch nicht. Letztes Jahr war ich da, aber... Und ein paar YouTuber getroffen. Ich muss ehrlich sagen, nein, weil, ja gut, gesehen schon so ein paar, aber man kommt an die, das kannst du vergessen, an die ranzukommen. Da sind Menschenmassen drum, das glaubst du gar nicht. Das ist dann... Ist klar, die haben so eine richtig fette Reichweite, da kommen wahrscheinlich die Hälfte der Leute. Genau, und Gamescom ist ja auch immer so ein bisschen, da brauchst du sehr viel Zeit. Für so ein Spiel musst du so 3 Stunden anstehen. Und da musst du echt Zeit mitbringen, um da hinzugehen. Ja, gut. Da gibt es ja mehrere Tage bei der Gamescom, nicht wahr? Wie viele Tage gibt es denn da, weißt du das noch? 3. 3 Tage, okay. So wenig, dachte mehr. Nee, nur 3. Okay. Wo ist denn unsere Workbench? Da. Steht draußen. Ja, ich komme mal wieder. Also, gehen wir schnell pennen, sonst wird es wieder Tag. Jo, ich mach grad die... Ah, fuck, hast du noch 3 Holz für mich? Ja, hier, warte. Muss mir mal reindroppen. Okay, danke. Oh, hier ist eine Höhle. Und hier ist Eisen und hier ist Lava. Lava? Ja, so eine Lavaquelle ist hier. Da war so ein Baum, ich baue den Baum ab und dann kam ich auf einmal so in eine Höhle rein. Lol. Sag, aber nur ein Eisen. Machen wir ein Doppelbett, Schätzchen, oder? Ja, ein Doppelbett, bitte. Okay. Für die Atmosphäre. No Homo und so, Leute, ne? Aber ja, no Homo. Dann mache ich nochmal eine Tür, wir haben es ja dicke. Schade, wir müssten den Server vielleicht sogar in die 1.8 Preview stellen, dann könnten wir uns andere Türen bauen, Birkentüren oder so. Gibt es das? Ja, in der 1.8 schon. Okay. Okay, dann gehen wir mal schnell pennen. Jo, oh, ist das nicht schön geworden, bisschen unsymmetrisch hier drinnen, aber... Ja, juckt mich nicht. Aber ich habe ein Eisen, das ist schon mal ein Erfolg. Ja. Schon ein ziemlich guter Erfolg. Lol, ich bin außerhalb gespawnt. Echt jetzt? Hilfe, ja. Wie hast du das denn hinbekommen? Ich weiß nicht, ich bin da einfach gespawnt, Mann. Ich würde sagen, jeder nimmt sein Bett mit. Jo. So, ich nehme mal die Crafting Bench mit und Furnace. Nimm die Tür mal mit, die Fackel nehme ich noch mit. Und wir nehmen das Haus noch mit. Aber ja, das wäre jetzt ganz sinnlos, wenn wir jetzt das Bett nehmen. Naja, es stimmt, man spawnt sowieso hier, warum so das Bett hier lassen. Ich würde sagen, ich habe Glück, weil hier oben, da gehen wir mal nicht hin, da ist so ein Schneeberg, wir gehen in die Schnee gegengesetzte Richtung. Da habe ich dir mal nicht so viel Lust drauf. Noch nicht her. Wollen wir die Schafe vielleicht noch mitnehmen? Ja, warum nicht? Ich töte die. Weiß ich nicht, falls wir die Wolle nochmal gebrauchen können, da bist du. Ich höre eine Spinne. So, pass ein bisschen auf hier. Junge, wie viele Schafe? Ja, ich weiß. Ein Christbaum! Hier ist ein Christbaum! Was? Hey, hier ist ein Christbaum. Hier ist ein Christbaum. Das hier, was ist das? Ein Christbaum. Bei mir zumindest. Das ist Flieder. Bei mir ist das so ein kleiner Christbaum. So ein Weihnachtstag, so ein Weihnachtsfeld? Ja. Nein, ist nicht. Das ist Osocraft. Osocraft? Ja. Also, damit wir auf dem gleichen Stand sind, würde ich sagen, packe ich das auch einfach mal rein. Jo, okay. Osocraft. Dann musst du dir das mal angucken. Ja, na klar. Nicht richtig hammer nice. Oh, sorry, fuck, ich habe ja die Chunks so. Hier ist ein Riss.
Jo, lass trotzdem mal weiterlaufen. Ich bin an der anderen Seite. Keine Ahnung, wo du bist. An der anderen Seite, bei den, hier, siehst du mich? Ich hüpfe hier. Auf dem Berg in Fichtenbiom. Da. Warte mal kurz, dann stelle ich den Baum noch mal kurz auf. Ja, hier ist mal, ziemlich viel Sand. Ey, ist ja wirklich so ein kleiner Christbaum. Oh, wie süß. Ja. Ja, den nimmst du auf jeden Fall mit. Das sieht richtig hammer nice aus. Das finde ich auch. Bisschen mehr Holz. Ey, weißt du, warum sich bei Fraps, ich habe hin und wieder konstant 90 FPS und dann hin und wieder mal konstant 120 FPS. Ich verstehe das nicht. Ich habe das Problem, dass ich gerade wieder 20 habe anstatt 30. Ja, es stellt sich irgendwie automatisch um, obwohl das viel höher gehen könnte. Ich spiele durchschnittlich mit 500 bis 600 FPS. Echt jetzt? Ja, und das ist das Problem. Ey, wo bist denn du? So komisch umstellt und da. Jetzt bist du wieder weggelaufen. Ach Mann, ich stand doch da bist du. Ich bin noch nicht weggelaufen. Ich hab schon Angst. Wollen wir mit dem Boot Alter, wie viele rüberfahren? Schafe denn hier sind. Ja. Wollen wir mit dem Boot rüberfahren? Mit dem Boot? Ja. Mit dem Boot, ja. Warte, ich nehme nochmal die Schafe hier mit. Kannst du für uns Boote bauen? Ich fahre ein bisschen Sand. Ja. Wie Farmst viel du Sand? Was? Ein Stack oder? So, ja, so. Ja, ein Stack. So für ein bisschen Fenster. Warte, jetzt muss ich überlegen. Lang kein Minecraft mehr gespielt. Wie gehen nochmal Boote? Ich glaube so. So wie eine Schüssel, nur größer. Nee. Wie eine Schüssel, nur... Achso, jetzt hatte ich das gerade. Achso, da. Ja, erstmal wieder überlegen. So. Boah, schon wieder fast ein Stack. Oh, echt? Mein Gott, das ich drop dir mal dein Boot hier hin. Jo. Mach lieber mal... Lol. Ah, es ist 6 Uhr. Ich habe jede 2 Stunden Server Restart eingestellt. Das ja, Leute, ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut und wir sehen uns gleich. Haut rein. Jo, ich mache Alter, auch was Cut. Ist das denn für Scheiße gerade? Ist eh schon wieder online. Ja? Ja, natürlich. Ist ja nur ein Sekunden Restart, dass das Server nicht so ausgelastet ist. Ja, meine Leute, herzlich willkommen hier zurück. Guck, nach dem Cut. Ja. Okay. Gut. Bauen. Ja. Muss man ein bisschen auf die Uhr. Alter, ich habe gerade 12 FPS. Was ist denn hier gerade los? Ich habe 90. Lol, 12 FPS gerade. 100. Okay, ich habe jetzt schon mehr als ein Stack. Ja. Ein Stack 22 und ich werde in Skype angeschrieben. Leute, so kann man doch nicht spielen. Ich mache noch mal einen kurzen Cut bis gleich. Hä? Ich habe hier 15 FPS gerade. Ich nehme trotzdem weiter auf, nicht vergessen. What the fuck? So. Verpacken. Ja, mein Leute, bin wieder da. Das Problem hat sich jetzt gelöst, auf jeden Fall. Ich habe das Boot schon, das ist gut. Ja, habe ich den gedroppt. So, hast du was zu essen? Achso, nee, gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal Äpfel. Unsere Weiten. Da habe ich gar nichts mehr. Genau. Tschaka. Huch. Zack. Fahr du mal vor und ich... Jo. Oh. Kann man da jetzt neuerdings was ranbinden ans Boot oder ist das nur wegen dem Texture Pack? Ist nur wegen dem Texture Pack. Ach so. Hier ist ein Berg, aber ich mag keine Berge. Hier ist so ein Biom. Nein, weg von hier. Driften ein bisschen mit unseren Booten. Jo, mach das. Oh mein Gott, hier sind überall Berge. Ich will keine Berge. Hier ist Eisen. Kühe. Ich will zu Kühen. Ja, gut. Können wir ihm abschlachten. Mach du das Eisen, ich mach die Kühe, okay? Ja. Ich konnte das Boot nicht abbauen. Ich hab drauf geboxt, aber ist nichts passiert. Hä? Ich auch nicht. Ja. Kann man da aussteigen? Shift, glaube ich. Oder rechts. Ja, warte, ich lass mein Boot da mal kurz schwimmen und dann hole ich mir mal eben die Kühe. Jo. Eisen, hier ist ein Dschungel. Dschungel? Ja. Wollen wir neben mal im Dschungel leben? Oh, also, du machst es ziemlich so geil. Wollen wir ein Baumhaus vielleicht erstmal machen? Ein Baumhaus bin ich nicht so dafür. Da müsste man immer hoch und runter gehen und so. Ja, stimmt, das ist zum meinen richtig kacke. Wenn du zu rechts in die Richtung gehst, du bist ja links reingefahren. Geh mal rechts und dann weiter nach ich vorne. Ich bin hier gerade noch bei den Kühen. Jojo, dann komm wieder zurück und renn die andere Richtung rum vom Berg. Da ist nämlich dann der Dschungel. Und ein normales Biom und ein großer Berg. Ich würde mich neben dem Berg ansiedeln. Ich lasse mein Boot da jetzt einfach mal stehen und laufe hier ein bisschen rum. Ja, beziehungsweise
schwimme hier einmal kurz rum. Jo, kannst auch rüberspringen. Ah, das sieht geil aus hier. Ja. Hier auf der Insel. Ist auch Sand und so. Ja, da ist Sand. Ich habe mehr als genug Sand. Ich habe 2 Stacks und 2. Und da hinten ist Zuckerrohr. Wir haben Leder. Meine Grundregel ist einfach immer so. Mindestens Stop. 3 Zuckerrohr und 1 Leder und dann gehe ich sofort unterirdisch. Vorher gehe ich eigentlich nie unter die Erde. Zuckerrohr, wofür das? Ja, dass ich dann direkt mal einen Enchanting Table bauen kann unterirdisch. Ach so, okay. Ich nehme eben nochmal ein bisschen Kohle mit. Wow, okay, coole Bäume. Schade, dass hier der Baum nicht drauf ist. Hier sind noch mehr Kühe. Wir siedeln uns auf den Berg an und dann sind das. Sind das Sexy. Sind das Melonen? Zeig mal, hier warte sind mal. Melonen. Nicht abbauen. Warte auf mich, wo bist du denn? Beim Dschungel am Anfang. Ja, ich bin jetzt hier, wo du gerade lang gelaufen bist. Warte, das sind mehrere. Das bauen sind Melonen, eindeutig, das sind Melonen. Da bist du, bleib mal stehen, bauen wir noch nicht. Also bau mal erst eine ab, dass noch eine bleibt oder so. Ja, hier sind noch genug, ey. Noch 4 solche Stücke. Echt? Dann haben wir ja schon mal was. 5, 6, 7. 8. Ey, wie viele Melonen sind hier? Ich liebe Melonen. Dank der 1, 7, 10 ist das, glaube ich. Ja. Alter, das ist geil. Bleib mal stehen, Alter. Leute, ich würde sagen, wir machen beenden die erste Aufnahme, jo. Oder? Jo, das ist kein Problem. Und ja, haut rein und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.